Am Wort Eva-Maria Holzleitner, SPÖ. Ganz kurz nur korrigieren. Die Kollegin Randy Wagner hat nicht davon gesprochen, dass die Hälfte der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner Raucherinnen und Raucher sind, sondern diejenigen, die sie persönlich kennt. Das ist durchaus ein Unterschied. Und von einem Passiv-Schweinsbraten kriege ich maximal einen Hunger, aber vom Passiv-Rauchen kann ich durchaus einen Krebs kriegen. Also das ist durchaus ein Unterschied. Naja, jedenfalls, diese Aufhebung des Verbotes ist durchaus ein Rückschritt für Österreich, vor allem auch wenn es hier oft negiert wird. In der EU ist es durchaus Usus, dass in vielen Ländern ein Rauchverbot gilt. 2004 war Irland das erste Land Europas, das das Rauchverbot einführte und wurde so für viele Länder zum Vorbild, nicht für die ÖVP-FPÖ-Regierung, auf jeden Fall in Österreich. Vor allem geht dieses Verbot zulasten einer Bevölkerungsgruppe und das ist die Gesamtbevölkerung Österreichs einfach und besonders zu den Jungen und Kleinen in unserer Bevölkerung. Im schwarz-blauen Antrag, den wir hier haben, findet sich absolut nichts, was die Jugend effektiv vor dem Rauchen schützt. Eine Abschaffung des Rauchens in der Gastronomie würde zumindest einen Schritt in die Richtung setzen, dass Jugendliche weniger zum Rauchen verleitet werden. Jugendliche Raucherinnen und Raucher beginnen meistens zwischen 12 und 18 Jahren und gerade in dieser Zeit sind sie geprägt durch das soziale Umfeld und ein Rauchstopp in Lokalen hat positive Effekte auf die Anzahl der jugendlichen Raucherinnen und Rauchern. Nach wie vor rauchen 20% der österreichischen Jugendlichen täglich, mehr als in allen anderen europäischen Ländern. Eine Bilanz, die sich nicht signifikant ändern wird, solange nicht ein flächendeckendes Rauchverbot in der Gastronomie eingeführt wird. Die Tobacco Control Scale besagt, dass Österreich am letzten Platz liegt, was die Umsetzung wirksamer Strategien der Tabakkontrolle betrifft. Dazu gehören Informationskampagnen, dazu gehört Entwöhnungsangebote und auch Rauchverbote. Die Analyse diverser Psychologinnen bestätigt, junge Menschen leiden vor allem beim Fortgehen unter Gruppenzwang und auch beim Rauchen. Wenn die Freunde im Lokal rauchen, ist es sicherlich schwerer, den blauen Dunst zu entsagen, gerade für junge Personen. Ein Rauchverbot im Auto ist sicherlich sehr interessant und würde eine Verbesserung für die jüngeren Mitfahrerinnen und Mitfahrer bedeuten. Aber die Polizei merkt selber an, das ist halt sehr schwierig zu exekutieren, weil eine Geschwindigkeitskontrolle kann ich mit der Radarpistole vornehmen. Aber bei 140 km/h oder je nachdem, ob es mehr wird oder nicht jetzt auf der Autobahn dann, ist es schwierig A, zu beobachten, ob jemand im Auto raucht und B, ob sie eventuell hinter den verdunkelten Scheiben minderjährige Personen befinden. Außerdem fehlt uns einfach wirklich konkret ein wichtiger Punkt. Und zwar neben dem Rauchverbot bis 18 ist die Prävention und Aufklärung, wir haben es heute schon mehrfach gehört, über die Folgen des Rauchens, gerade bei jungen Menschen extrem wichtig. Wir müssen vorab aufzeigen, wieso es so schädlich ist und man am besten gar nicht damit anfangen sollte. Und vor allem auch nicht in späteren Jahren. Ohne Aufklärung und Prävention, beispielsweise in der Schule, ist ein Verbot des Verkaufes auch irgendwo zahnlos, muss man dazu sagen, und schafft nicht das entsprechende Bewusstsein bei Jungen. Konkrete Konzepte liegen aber aktiv einfach hier nicht am Tisch. Liebe ÖVP, liebe FPÖ, nehmt die direkte Demokratie und die zahlreichen Unterschriften des Volksbegehrens ernst, gerade erst recht für Kinder und Jugendliche in Österreich. Nehmt euch Irland und zahlreiche andere Staaten in der EU zum Vorbild. Fortschritt ist immer besser als ein Rückschritt oder ein Stillstand. Dankeschön. Ein Rauchverbot in der Gastronomie hätte positive Entwicklungen bei der Zahl der jugendlichen Raucher zur Folge, ist sich Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ sicher.